95% der Fälle hört man, der tut nichts. Der macht nichts. Kannst ruhig reinkommen. Mein Name ist Simon Zimmer und ich wurde schon dreimal gebissen. Zusteller Simon Zimmer ist selbst Hundebesitzer. Dass es ihn mal trifft, dass ein Hund ihn angreift, hätte er niemals erwartet. Beim ersten Mal ist der Hund einfach über den Gartenzaun gekommen. Ich konnte überhaupt nicht reagieren und hat sich im Oberarm festgebissen. Da muss ich dazu sagen, das war im Winter. Da hatte ich noch Glück, dass ich dick angezogen war. Das zweite Mal hat es mich im Sommer erwischt mit kurzen Hosen in die Wade. Tja, und dann jetzt noch mal zwei Tage vor Weihnachten in Oberschenkel und den Unterarm. Hier beim Tag für Arbeitsschutz der Deutschen Post DHL in Herborn will man genau darauf vorbereiten. Dass Situationen, wie Simon Zimmer sie erlebt hat, erst gar nicht passieren. Denn manchmal ist es haarscharf. Haarscharf in dem Sinne, dass ich das Paket schützend vor mich halten musste, weil der Hund zugeschnappt hat, aber hat das Paket dann gebissen. Es fühlt sich nicht gut an, überhaupt nicht, weil man nie wirklich weiß, wenn man ihm den Rücken kehrt, wie reagiert der Hund. Ich habe selber zwei Hunde und ich würde nie sagen, die tun nichts. Die sind lammfromm, ja, das ist schon, aber ich weiß nicht, wenn sie in eine Situation kommen, die sie nicht einschätzen können, ob sie nicht der Meinung wären, sie müssten mich verteidigen. Und noch schlimmer, viele unterschätzen nicht nur ihr Tier, einige finden so Situationen sogar lustig. Weil man sieht das ja immer wieder, wenn man in ein Haus kommt, dass da so Tafeln hängen. Mein Hund hat gebissen, 10 Briefträger, 5 Einbrecher. Das fand ich auch lustig, bis es mich das erste Mal auch erwischt hat. Und diese Situation lernen sie einzuschätzen, wie fremde Hunde reagieren, wie die Körpersprache zu lesen und einzuschätzen ist, bevor was passiert. Dafür wurde extra eine Hundetrainerin engagiert. Sie trainiert die Zusteller und kennt die typischen Gefahrensituationen. Das ist dann die Situation vielleicht am Gartenzaun, wie wir sie eben hier auf dem Platz auch mal geübt haben. Irgendwas rüberreichen, immer schauen, dass man nicht über den Hund reicht. Oder wenn man hinterm Zaun was ablegt, auch daran denken, dass sich der Hund auch von diesem Paketobjekt bedroht fühlen kann. Also lieber dann wieder einen Schritt zur Seite, Distanz vergrößern zum Hund und dort übergeben oder abstellen. Alleine im letzten Jahr gab es 47 Hundebisse im Zuständigkeitsbereich der Niederlassung Gießen. Bundesweit sogar rund 1800. Dass sich Trainings wie diese hier lohnen, merkt man in den Zahlen, weiß Niederlassungsleiter Frank Schmidt. Wir versuchen halt natürlich mit diesem Hundetraining Angst vor dem Hund zu verlieren und Hinweise natürlich unserem Mitarbeiter zu geben, wie verhält er sich mit dem Hund. Das Ergebnis ist jetzt schon, dass wir in den monatlichen Zahlen schon etwas fallend sind. Also wirklich auch die ersten Ergebnisse mittragen. Dass die Zustellerinnen und Zusteller in Sachen Hund nochmal Nachhilfestunden nehmen, ist das eine. Ein durchaus wichtiger Faktor hängt aber auch am anderen Ende der Leine. Als Halter die Ängste vom Zusteller und von der Zustellerin ernst nehmen. Weil es wird oft zu schnell gesagt, der tut nichts oder wie ich es eben gemacht, stellen Sie doch mal hin. Nein, ernst nehmen und sich die Verantwortung übernehmen und sagen, ich pack meinen Hund einfach zur Seite. Ich sichere ihn wirklich. Dass man den Briefkasten vorne vor den Zaun befestigt und dass man mal sich überlegt, wie gefährlich so eine Situation für den Zusteller sein kann und wie lange der dann auch dadurch ausfallen wird. Denn nicht nur die körperlichen Wunden, auch die seelischen sitzen nach einem Hundebiss wirklich tief. Wenn ich einen Hund nur gehört habe oder ich wusste, ich muss irgendwo hin und da gibt es einen Hund, hatte ich Gänsehaut, ich habe Schweißausbrüche bekommen und ich habe zu Hause die Nähe von meinen eigenen Hunden nicht ertragen. Also die mussten, wenn ich zu Hause war, erstmal weggesperrt werden, weil es ging für mich einfach nicht. Also ich habe sofort Panikattacken bekommen, wenn meine eigenen Hunde auf mich zukamen. Es war wirklich schlimm für mich. Und da habe ich lange überlegt, ob ich den Job weitermachen möchte. Und er packt es. Raus aus dem Tal, wieder auf die Straße, zu den Briefkästen und Hunden. Und sie lieben ihren Job. Trotz der Widrigkeiten, jeden Tag immer wieder aufs Neue.